Grave. So, ein paar Dominischläger, die ein bisschen Geld dabei haben. Und ich muss sagen, Palegina steckt schon ganz schön ein. Wir haben jetzt alles Mögliche an unseren Fersen. Dominischläger, Attentäter, wahrscheinlich von Taos geschickt. Yes. Good day to you. Marzino zappelt nervös herum. Er grinst sich hoffnungsvoll an. Hattest du Glück mit der Seemannskiste des Kapitäns? Hier, bitteschön, der Inhalt ist auch intakt. Du hast es geschafft, das wusste ich natürlich, aber oh danke, es ist alles noch da. Meine Freunde, du hast mir wahrlich das Leben gerettet. Ich bin etwas schuldig. Hier mein Wochenlohn. Wie ich versprochen habe. Nein, lass mal gut sein. Behalt dein Geld. Wirklich? Ich, dann nochmals vielen Dank für alles, was du getan hast. Bitte nimm zumindest das hier. Ich habe es mir in einem Hafen, die dir als Talisman gekauft, aber ich möchte, dass du es nimmst. Ich werde das nicht vergessen. Ein Trinkhorn. Intellekt. Packen wir es mal weg. I'm here. Ich glaube, jetzt fehlt uns nur noch ein einziger Charakter, nämlich die Mutter. Und dann haben wir alle Charaktere, jedenfalls aus dem Hauptspiel. Ich weiß, dass es noch neue Charaktere im White March gibt. So, dann geht es jetzt mal zu Urfeuer. Ja, alles andere haben wir ja hier gemacht. Ja, das ist Erbhügel, vermisste Wachen. Hier ist auch Erbhügel. Das ist Palegina's Quest. Palegina glaubt, dass die Valianischen Republiken im Dirwald Entscheidungen treffen, die unmittelbare Profite versprechen, langfristig aber drastische Konsequenzen für die Republiken haben werden. Sie hätte gerne deine Hilfe dabei, den Valianischen Repräsentanten Botschafter Agosti zu überzeugen, dass sich ihre Republiken auf dem falschen Weg befinden. Palegina möchte in der Valianischen Botschaft in Urfeuer mit Botschafter Agosti sprechen. Sie hofft, ihn überzeugen zu können, dass die Valianischen Republiken im Dürrwald kurzsichtige Pläne verfolgen. Und ja, zu Twistwin im Gasthaus muss ich auch noch. Also erstmal nach Farnheim die Quest abgeben. Und ja, da ist nur noch der Leuchtturm übrig. Den mache ich, glaube ich, nachdem ich Erbhügel gemacht habe. Fertig. Weil wenn ich dann wieder rausgehe, dann stelle ich mir mal ein neues Team zusammen. Dass ich nicht die ganze Zeit mit denselben Leuten reise. Also nicht, dass ich was gegen Edea und so hätte, aber wenn wir in der Natur unterwegs sind, wäre es zum Beispiel mal nett, die Hivarias und Sagani wieder dabei zu haben. Also statt Durens und Edea. Hey, you think we could get another dog? Keep this one company? Just a thought. Hey, könnten wir uns noch einen anderen Hund holen? Was meinst du als Gesellschaft für den hier? Nur sein Gedanke. Ja, gern Hidea, aber ich kann dir leider keinen Hund ausrüsten. Ich meine, ich habe ja noch andere Tierchen.
Hier irgendwo rumliegen. Ja, hier. Ein Beagle, ein Labrador. Sogar eine Katze. Ja, die untote Katze. Dann mal hier zum verkohlten Fass. So, und dann Tristan. Hello. Der schicke Elf betrachtet dich und deinen Rucksack. Hast du es geschafft? Hast du das Medaillon von Serel? Ja. Tristans Augen sind so weit und rund wie das Artefakt in seinen Händen. Du hast meinen Folgern ein Geschenk gemacht, das wir niemals zurückzahlen können. Aber ich werde tun, was ich kann. Er drückt dir einen Beutel mit Münzen in die Hände. Das ist alles, was ich habe. Nimm es bitte. Vielen Dank. Behalte es, dein Klarkreis wird den Wiederaufbau brauchen. Der splitternde Speer wird noch viele Generationen lang von deiner Güte singen. Wenn du jemals in Erglamfat bist, bitte beehre uns mit einem Besuch. Leb wohl. Er eilt aus dem Gasthaus, sein feiner Umhang steift auf den Boden. Ja, das hat noch nicht fürs Level abgereicht. Aber wir haben. Ich habe das bei der Triswin beschafft. Er dankte mir und brach auf, um seinen Clan zu versammeln. Wie sieht es eigentlich mit Palegina aus? Was für. Glaube und Überzeugung hat sie denn? Das können wir leider, glaube ich, nirgends sehen. Oder ist ihr Glaube einfach derselbe wie mein? Das wäre natürlich auch nicht Yes. schlecht. Gut, das heißt jetzt nach Urfeuer. I'd be glad to. Ach, wir können ja auch hier oben raus. Stimmt. Da sind wir gleich bei Spuk Schmelztiegel. Da geben wir erstmal hier die Quest ab. Und gucken gleich, ob wir eine neue kriegen können. Aber wie gesagt, ich will mir jetzt erstmal Freude bei den Schmelztiegelrittern machen. In erster Linie. Weil das letzte Mal habe ich für die Dutzenden gearbeitet. Dieses Mal für die Schmelztiegelritter. Ja, auf zu tanzen. Der wäre hier drüben.
Wenigstens schön warm haben sie es in der Burg. I suppose Cleaver sent you down here to get me working on those Forge Knights, eh? Ich nehme an, dass dich Cleaver hergeschickt hat, um mich an der Arbeit an den Spestie, an diesen Spieleritter zu beauftragen, oder? Gib ihm Vianas Forschungsunterlagen. Ich denke, dass du hiernach gesucht hast. That's what Cleaver's been looking for anyway. If you found it, I guess I've got to start. Ansonsten kratzt sich den Bart. Da hatte Cleaver gesucht. Wenn du es gefunden hast, dann muss ich wohl loslegen. Du hast einen Gegenstand verloren. Ja, und Erfahrung. Du klingst aber nicht so erfreut darüber. Ich nicht. Und ich bin überrascht, dass jemand mit deinem starken Willen mitspielt. Ich habe Cleaver deutlich gemacht, dass es ein Fehler ist, zu versuchen, Seelen auf diese Weise auszubeuten. Das ist ein Verbrechen an den Göttern und es wird uns definitiv mehr Schwierigkeiten bereiten, als es Probleme löst. Cleaver hat mir aber seine Befehle erteilt, deshalb muss ich diese Dinge so gut wie möglich bauen. Egal, Cleaver hat es mir aufgetragen, dir jede Waffe oder Rüstung zu verkaufen, die du haben möchtest. Du wirst nirgends in Trutzbuch bessere Waffen finden, das kann ich dir versprechen. Er dreht sich zu seiner Esse mit dem Hammer in der Hand. Nur mal sehen, ob dieser Valianer all das Blut und Kupfer wert war. Er nimmt eine polierte Brustplatte und macht sich an die Arbeit. I'll be damned. To be honest, even I wasn't expecting it to work this well. Back to it. Cleaver will want me to finish the rest of them. And it sounded like he has a job for you, too. Ansonsten verschränkt die Arme, während er die Arbeit verfolgt. Ich soll verdammt sein. Um ehrlich zu sein, hatte ich selbst nicht damit gerechnet, dass es so gut wird. Erwischt sich den Schweiß von der Stirn. Zurück an die Arbeit. Cleaver wird wollen, dass ich den Rest fertig mache. Und es klang, als hätte er auch eine Aufgabe für dich. Dann zeig mir mal, was du hast. Oh, ein sehr guter Panzerbrecher, ein paar andere gute Waffen und verdammt gute Preise, muss ich sagen. Hast du nicht zufällig eine gute Armbrust? Nein, hast du scheinbar nicht. Nur hier eine schwere Rüstung. Die ist verdammt gut eigentlich, aber ich habe nicht so viel Geld. So, jetzt gehen wir noch zu Cleaver schnell. Gucken, was für eine neue Quest der für uns hat. Level up machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Wie kann ich dir helfen? Gibt es so etwas, das ich für dich erledigen soll? Dunstan will complete the first squad of Forge Knights in no time. Now the High Justice will want to have his Forge Masters at Fleetbreaker Castle create more. Dunstan wird den ersten Turm Schmiederitter im Handumdrehen zusammenstellen. Nun wird der Hochrichter seine Schmiedemeister auf Burg Flottenbrecher damit beauftragen, mehr zu produzieren. I've made a copy of Vianna's research, and the High Justice has sent a courier to Anslog's Compass to retrieve it. The dozens have gotten too active for the courier to come to Defiance Bay. And after Vianna's kidnapping, we've got to assume they know about our plans. That's why I'm sending you to deliver the research. You shouldn't be recognizable to the dozens. Yet. Ich habe eine Kopie von Vianas Forschungsunterlagen gemacht und der Hochrichter hat einen Kurier zu Anslogs Kompass gesendet, um sie entgegenzunehmen. Die Aktivität der Dutzenden haben so stark zugenommen, dass der Kurier Trutzbuch nicht erreichen konnte. Und nachdem Viada entführt wurde, müssen wir davon ausgehen, dass sie über unsere Pläne Bescheid wissen. Er zeigt mit dem Finger eines polierten Panzerschuss auf dich. Aus diesem Grund schicke ich die, um die Forschungsunterlagen abzuliefern. Du solltest den Dutzenden nicht bekannt sein, noch nicht. Die Stadt vor Aufwiegelungen der Dutzenden zu schützen, scheint ein würdiges Ziel zu sein. Zweifellos zu wichtig, um es einem einfachen Kurier zu übertragen. Ich gehe aber davon aus, dass sie danach von deiner Zusammenarbeit mit uns erfahren werden und sie werden nicht wirklich erfreut darüber sein. Genauso wie ich wie die Dominals. Er staubt. Sie versuchen, das Familienunternehmen zu erweitern und ärgern sich über uns, weil wir im Weg stehen. Betrachtet es als erledigt. Anslog's Compass is a small lagoon just north of Defiance Bay. Your contact will be a commander named Arenrode. She'll meet you by the docks. Return to me when you've finished. The High Justice has made the expansion of the Forge Knights his top priority, which means it's mine as well.
Anslogs Kompass ist eine kleine Lagune nördlich von Trutzbucht. Dein Ansprechpartner ist eine Kommandantin namens Aranoret. Sie wird sich bei den Docks mit dir treffen. Komm zurück, wenn du fertig bist. Der Hochrichter hat die Erweiterung der Schmiederäte zur höchsten Priorität erklärt. Was bedeutet, dass es auch meine ist? Mhm. Stahlwinde, ja. Das können wir das nächste Mal lesen. Ich speichere jetzt mal. Das wäre Let's Play 15 dann. 15. Speichern. Und dann gibt es hier einen Cut. Also, bis gleich.